Darf ich euch alle herzlich begrüßen, sozusagen im Namen von Sebastian. Er ist leider krank geworden, ganz kurzfristig, kann darum nicht hier sein, den Gottesdienst nicht leiten. Abzukündigen ist, dass an diesem kommenden Dienstag wieder Männerstammtisch ist, um 19.30 Uhr im Vetter. Sind alle herzlich eingeladen. Und kommende Woche wird Gottesdienst mit Herrnmahl sein und danach auch, wie üblich, Mittagessen. Seid also herzlich eingeladen und auch herzlich eingeladen, was mitzubringen. Wir wollen uns noch erst kurz auf den Gottesdienst vorbereiten. Wir erheben uns zum Beginn des Gottesdienstes und hören Gottes Wort, das zu uns spricht. Kinder, ihr seid aus Gott und habt die Welt überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das wollen wir glauben und wir bekennen gemeinsam, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir beten gemeinsam. Ewiger Gott, herrlicher Vater, du bist voller Ruhm und Ehre, der Hohe und Gewaltige, der, dessen Name gepriesen ist, aufgrund deiner Eigenschaften. Aufgrund deiner Herrlichkeit, deiner Heiligkeit. Du bist gepriesen für das Werk, das du tust, für das Werk deiner Schöpfung und das Werk der Erlösung in Christus Jesus. Er ist der Fels unseres Heils, der Eckstein unserer Erlösung. Wir bitten dich, Herr, füge uns auch an diesem Tag durch deinen Heiligen Geist zusammen als einen heiligen Tempel, dass wir aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten als lebendige Steine leben und dir dienen. Dass wir dich anbeten in rechter Weise und deinen Namen verherrlichen und dir unser Lob gefällt. Dass wir einen geistlichen Gottesdienst bringen und geistliche Opfer des Dankes. Wir wollen unseren Blick zu dir erheben, unsere Herzen zu dir erheben und dich ehren. Ja, alle Ehre sei dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam das erste Lied, Nummer 16. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir nehmen Platz. Lasst uns gemeinsam unsere Sünden bekennen mit dem Gebet, das im Faltblatt abgedruckt ist. Wir beten gemeinsam. Gerechter und gnädiger Herr, du bist heilig, heilig, heilig. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Wir bekennen, dass wir in Sünde geboren wurden und dass wir gesündigt haben in Wort und Tat, in dem, was wir getan haben und in dem, was wir ungetan gelassen haben. Wir haben dein Gesetz an jedem Punkt gebrochen und sind damit schuldig geworden vor dir allein. Wir haben dich und unseren Nächsten gehasst, anstatt zu lieben. Die Sünde und Versuchung, die wir fliehen sollten, haben wir gesucht und getan. Selbst unsere besten Taten sind wie ein beflecktes Kleid vor dir. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Bei uns gibt es keine Hoffnung.
Wir sind alle in die Irre gegangen wie Schafe. Du wärst im Recht, wenn du uns ins Verderben stoßen würdest. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Der Herr, der starke Gott, ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und so bitten wir im Namen Jesu, den du um unserer Sünden willen dahingegeben hast, vergib uns unsere Schuld nach deiner Verheißung und reinige uns von allen unseren Übertretungen, damit dein Name gepriesen werde von Geschlecht zu Geschlecht durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören den Zuspruch der Vergebung aus Gottes Wort, das uns zwei Dinge über unsere Sünde sagt im ersten Johannesbrief. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Wir singen zur Vorbereitung auf die Verkündigung den Psalm Nummer 105, singen die Strophen 1 und 4 bis 6. Wir erheben uns. Wir wollen Gottes Wort hören zur Verkündigung und vorher gemeinsam beten. Ewiger Gott, du hast in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch die Propheten und du hast in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, das fleischgewordene Wort. Wir beten, dass du den Mund deines Dieners öffnen mögest, dass du dein Wort verkündigst in Vollmacht durch deinen Geist. Wir bitten, dass dein Geist auch die Herzen aller Hörer öffnet und aufschließt, dass wir hungrig sind, dass wir voller Erwartungen sind, dass du uns stillst, dass du unsere Erwartungen und Sehnsüchte erfüllst, dass wir voller Erwartungen sind auf den Trost deines Evangeliums und dass du dein Gesetz auf unsere Herzen schreiben mögest, wie du es verheißen hast. Dies alles bitten wir dich, unseren gnädigen Vater, in Jesus Christus. Amen. Wir hören nicht, wie das in den Faltblättern geschrieben steht, sondern heute eine Predigt über Psalm 90. Das passt vielleicht leider auch zum Grund, warum Sebastian nicht hier ist, wenn es um Vergänglichkeit geht. Ich lese Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichtes. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest.
so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, Psalm 90 ist der Psalm eines außergewöhnlichen Mannes. Es ist der einzige Psalm Moses, den wir hier im Psalter haben. Es ist ein Psalm Moses des Großen, vielleicht des größten Mannes Israels, des Befreiers, des Gesetzgebers, des Führers Israels. Eines Mannes, der zu den reichsten Menschen, den mächtigsten Männern Ägyptens gehörte während seiner Lebzeit, der es aber vorgezogen hat, mit Israel zu ziehen, vorgezogen, das ärmliche Leben in der Wüste zu wählen und dort zu leben, wie wir im Hebräerbrief lesen, die Schmach Christi zu tragen, statt die Schätze Ägyptens zu haben. Eines Mannes, der zwar der Anführer Israels war, also tausender Menschen, und der aber zugleich das Zeugnis bekommt, dass er zu seiner Lebenszeit der sanftmütigste Mann war, der gelebt hat. Die Schrift nennt ihn den größten aller Propheten des Alten Testaments, des Alten Bundes. Und offensichtlich zu all dem, was wir gehört haben, was wir wissen aus anderen Büchern und Texten über Mose, kommt jetzt noch hinzu, dass, und zeigt Psalm 90, dass Mose offensichtlich auch ein Mann war, ein Mann des Gebets, der sein Leben dazu gebraucht hat, Weisheit zu lernen. Ein Mann, in dessen Leben höchstes Glück, nämlich die Befreiung seines Volkes aus Ägypten, direkt beieinander lag mit tiefster Traurigkeit, nämlich dass er selber nicht in das verheißene Land einziehen durfte. Wir wissen über diesen ganzen Weg, über Moses ganzes Leben, dass er schon ganz zu Beginn dieses Exodus, dieser ganzen Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, die göttliche Auskunft für das Ende dieses Zuges bekommen hat und über Gottes Neuanfang. Mose wusste schon ziemlich zeitig, dass Israel kurz nach der Befreiung aus der Sklaverei eines Volkes, das Götzen anbetet, nach der Befreiung aus Ägypten, selbst zu Götzenanbetern werden würde, selbst unter fremde Götzen versklavt werden würde. Und nur wenige andere, vielleicht gar niemand anders, hat das Undankbare, das Ungläubige, das aufrührerische Herz seines Volkes so hart erfahren, so hart davon betroffen wie Mose. Er musste immer wieder, wie auch andere Führer des Volkes, immer wieder für Israel eintreten, für Israel Fürbitte tun, was er auch bereitwillig getan hat, um die Vernichtung Israels abzuwenden. Mehrere Male innerhalb weniger Wochen trat Mose für Israel ein und hat gebetet, dass Gott sein Volk nicht vernichtet. Aber auch wenn sie dann äußerlich befreit ankamen in Kanaan, hat sich doch gezeigt, dass sie innerlich eigentlich noch immer in Ägypten waren. Und es hat sich für ihn gezeigt, dass jemandes Zugehörigkeit zur Gemeinde, damals wie heute im Grunde, jemandes äußere Zugehörigkeit zur Gemeinde eben noch kein Pfand dafür ist, dass jemand auch innerlich gerettet wird, dass jemand auch innerlich mit Gott versöhnt ist. Mose wusste also, wo die Reise des Einzelnen und die Reise des ganzen Volkes, für die er verantwortlich war, hingehen würde. Und man hat vielleicht das Gefühl, dass in Psalm 90 jetzt hier der alte Mose, der Mose gegen Ende seines Lebens, betet und dass er vielleicht noch ein letztes Mal versucht, denen, die auf ihn hören wollen, deutlich zu machen, was die Zukunft bringt, deutlich zu machen, was jeder Einzelne, was aber auch die ganze Gemeinde lernen soll aus diesem ganzen Exodus, aus diesem ganzen Leben. Das Thema der Wortverkündigung lautet, entsprechend des Psalmes, Weisheit im Angesicht des Todes. Und
Verkündigung hat drei Punkte. Erstens Belehrung über den Tod, zweitens Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, und drittens Belehrung über das Leben. Erstens Belehrung über den Tod. Mose beginnt diesen Psalm, dieses Gebet, indem er darüber nachdenkt, wie Gott ist. Er denkt über Gott und sein Wesen, seine Eigenschaften nach, und er preist Gott dafür, dass er unveränderlich ist, dass er ewig ist und gerecht ist. Er ist unveränderlich, das heißt, er verändert seine Haltung zu seiner Schöpfung nicht. Gott ändert seine Haltung zu den Menschen, zum Werk seiner Hände nicht. Er ist, wie es an anderer Stelle heißt, kein Mensch, dass er lügt, oder ein Menschenkind, das ihn etwas gereut von dem, was er getan hat. Gott ist gerecht, das heißt, entsprechend seines eigenen Charakters ist er sich immer treu. Er wird sich niemals untreu. Er ist vollkommen heilig. Er kann Sünde nicht ansehen, noch anfassen, noch damit zu tun haben, ohne sie zu verdammen. Gott wird niemals zur Sünde versucht und versucht auch niemanden zur Sünde. Und Gott ist ewig, das heißt, er selber ist der Ursprung des Lebens. Er selber ist die Quelle des Lebens. Sein Leben ist ohne Anfang und ohne Ende, es ist von ungetrübter, von vollkommener Qualität. Gott ist ewig, unveränderlich und gerecht. Und Gott war und wird immer der vollkommene Herr und König seines Volkes sein. Das bedeutet dieses Wort Herr hier am Anfang, der Adonai, der Herr, König seines Volkes. Er ist ein Herrscher, der seinem Volk wohlgesonnen ist, der seinem Volk freundlich gesonnen ist. Er ist die Zukunfts- und Zuflucht und die Ruhestätte seines Volkes. Was das heißt, das lernen wir auch in Psalm 91. Gott selbst ist der Tempel, in dem sein Volk anbetet. Er selbst ist der Fels, auf dem sein Volk lebt und Frieden findet. Menschen dagegen sind wie Grashalme. Er ist absolut beständig, unverrückbar, unüberwindbar, absolut vertrauenswürdig. Er wird nicht umfallen und er wird sein Wort nicht brechen. Als Schöpfer ist Gott völlig autark von seiner Schöpfung. Er ist völlig zeitlos, seine Existenz ist vollkommen ungehindert, sie hat keine Grenzen von Anfang und Ende, keine Grenzen von Ursache und Wirkung, von Einzahl und Vielzahl. Er ist dreieinig. Und nun diesem Bild Gottes, über das Mose zu Beginn kurz nachdenkt, von diesem unverrückbaren, unveränderlichen, gerechten, ewigen König, von diesem Bild kommt Mose im Gebet auf den Menschen, wendet seinen Blick zum Menschen und fragt, wer ist im Vergleich damit eigentlich der Mensch? Oder wie es Psalm 8 formuliert, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und er sagt, der Mensch ist im Vergleich mit Gott wie Staub. Mit anderen Worten, er spielt überhaupt keine Rolle, höchstens eine störende. Er ist absolut winzig und nichtig. Er ist wie ein Staubhörnchen in der Unendlichkeit des Universums. Das verliert sich irgendwo. Im Grunde ist es gar nicht wirklich da. Seine Existenz hat keine Auswirkungen, ob er da wäre oder nicht. Gegenüber diesem Gott ist der Mensch absolut widerstandslos. Der Mensch ist Gott einfach ausgeliefert. Gott kann ihn mühelos zermalmen. Das steckt hinter diesem Wort für Staub. Der Mensch ist nichts im Vergleich mit Gottes Herrlichkeit und Gottes Ewigkeit. Er ist wie eine Kerzenflamme im Sturm. Und Mose beschreibt dann die Existenz, das Leben der Menschen, das ihm vielleicht gerade eben in diesem Exodus besonders vor Augen stand. Die ganze Vergänglichkeit des Menschen in dieser Reise, wo man kein Haus hatte, wo man nicht ein festes Zuhause hatte, wo man hinkommt jeden Tag seines Lebens, sondern ständig unterwegs, ständig den ganzen Gefahren, den ganzen Widrigkeiten einer Reise ausgeliefert. Er beschreibt dann die Existenz des Menschen in zwei parallelen Strängen. Die Verse 4 bis 7 und 8 bis 11 stehen parallel zueinander. Was in den Versen 4 bis 7 bildlich beschrieben wird, beschreiben die Verse 8 bis 11 ihre Realität nach. Und beide Abschnitte ruhen und gründen auf Vers 3, wo Mose über den Menschen sagt, im Gebet sagt, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Mensch steht hier für den elenden Menschen. Zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder.
Mose denkt über den Menschen nach und vielleicht könnte man sagen, fragt er ganz zu Beginn, was ist eigentlich der Grund für diese ganze Misere? Warum ist der Mensch eigentlich so bedeutungslos? Warum ist der Mensch so, wenn es doch am Anfang heißt, Gott ist die Zuflucht, der Zufluchtsort? Gott ist ein dem Menschen wohlgesonnener Herr und König. Warum ist der Mensch so vollkommen vergänglich und das Leben so voller Leid und Elend? Der erste Grund dafür ist Gottes verdammendes Gerichtswort. Auf einer gewissen Ebene ist das der Grund, warum der Mensch so elend ist, warum das menschliche Leben so vergänglich ist. Gott hat Adam, den Bundesbrecher, und mit Adam alle seine Nachkommen verurteilt. Er, der der Repräsentant des ganzen Menschengeschlechts war, wurde von Gott verurteilt und Gottes Wort, du wirst gewisslich sterben, war genauso real und hat sich als genauso wirksam erwiesen, wie am Anfang des Schöpfungswort es werde. Der Mensch, der auf dem Weg war in die Ewigkeit, der auf dem Weg war dahin im Paradies, feste Wurzeln wie ein Baum an den Wasserbächen zu schlagen, der Mensch, der ist nach diesem Fall, nach Gottes Wort, Gerichtswort, eben nur noch wie ein Grashalm, der keine Kraft, kein Leben mehr hat, der verdorrt. Im menschlichen Leben ist die Realität des Paradieses vollkommen entfernt, dafür ist die Realität Tod, Lebenskürze, Zerstörung, Vergänglichkeit. All das erfahren wir schon früh im Verlauf der ganzen Geschichte, im Verlauf der Genesis. Seit diesem Gerichtswort Gottes über Adam, dass Adam das Paradies verlassen muss, dass Adam sterben wird, seitdem ist das menschliche Leben eingeschränkt und kurz. Und wenn ich das so sage, dann klingt das eigentlich gar nicht schwerwiegend. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir zu dem Psalm oder zu manchen anderen Psalmen so nur einen langsamen Zugang haben. Unser Zugang ist doch nicht vielleicht so unmittelbar, wie es sein sollte. Wenn wir das so lesen, wenn ich das so sage, unser Leben ist eingeschränkt und kurz, dann klingt das nicht schwerwiegend. Aber es ist schwerwiegend, erstens im Vergleich mit dem, was wir verloren haben, nämlich die Ewigkeit. Wir haben die Ewigkeit verloren und sie eingetauscht für ein kurzes, elendes, schwieriges Leben, an dessen Ende der Tod steht und damit das Finito. Sie ist auch schwerwiegend, wenn wir uns unser Leben anschauen, wie Moses sagt, wenn wir die genussvollen Momente in unserem Leben vergleichen, die guten, die schönen, die wirklich ungetrübten Momente mit den Momenten, die anstrengend sind, mühevoll, Kampf, Streit, vielleicht sogar trostlos, dann werden die letzteren Momente überwiegen. Und sie ist vor allem schwerwiegend, wenn wir unseren Blick einmal für einen Augenblick wegwenden von uns als sozusagen einer ganz privilegierten Kaste unserer privilegierten Situation im Europa des 21. Jahrhunderts, im sogenannten Westen, wo unsere Wirklichkeit eigentlich kein Vergleich ist zu dem, was der Großteil der Menschen heute in aller Welt erlebt und was Menschen über all die Jahrhunderte und Jahrtausende lang erlebt haben. Unser Leben ist geprägt von Reichtum und Wohlstand eigentlich, doch im größten Teil. Keiner kann sich wirklich beklagen. Keiner hat wirklich mit Tod und Vergänglichkeit direkt zu tun. Alles betrachten wir schon sehr durch eine Brille des Wohlstands. Aber wenn wir unseren Blick mal wegwenden von uns und auf die Wirklichkeit schauen, wie sie in anderen Gebieten dieser Welt ist, wie sie zu anderen Zeiten dieser Welt war, wie sie dort ist, wo Krieg herrschen, wo Leiden herrschen, wo Menschen auf der Flucht sind, wo Krankheiten herrschen, wo man den Widrigkeiten des Lebens überhaupt nicht mehr Herr wird, wo man Krankheiten nicht mehr bekämpfen kann, wo man Verbrechen nicht mehr bekämpfen kann, weil sie so groß und stark werden, dass man sich nicht mehr dagegen wehren kann, dann denke ich, gilt das schon, dass unser Leben eingeschränkt und kurz ist.
Und in diesem Sinne hat vielleicht auch der Buddhismus mit seiner Grundthese, Leben ist Leiden, recht in gewisser Weise. Das Leben ist voll von Leiden und es kann eigentlich nur das Ziel eines jeden vernünftigen Menschen sein, diesem Leiden zu entgehen. Aber natürlich, das sehen wir, bietet der Buddhismus dafür keine wirksame Lösung an, keinen wirksamen Ausweg. Mose blickt also hier aus dem Augenwinkel von Gottes Ewigkeit auf unser Leben. Was für uns schon lang scheint, was für uns schon fast ewig scheint, das ist für Gott, also unser Leben. Das scheint für uns doch, wenn wir so im Ganzen nachdenken, lang und wir sind froh, dass noch einige Jahre vor uns liegen. Das ist für Gott wie eine Nachtwache von 4 Stunden, die man schnell verschläft, ohne es zu bemerken. Was sich für uns Tag für Tag, tagtäglich in unserem Leben zunehmend als Grenze herausstellt, ist für Gott überhaupt kein Hindernis, nämlich der Wandel und der Fortgang der Zeit. Die Botschaft, die Mose hier bringt, ist, dass eine unendlich ewige Zeit einer unglaublich kurzen, beinahe gar nicht mehr messbaren Zeit und Größe gegenübergestellt wird. Es wird deutlich, Mose macht deutlich, Gott steht außerhalb der Zeit und er steht mit seinen Verheißungen und Drohungen uns gegenüber, die wir in der Zeit sind. Er ist also absolut fähig, seine Drohungen, seine Verheißungen souverän zu erfüllen. Und diese Tatsache ist, wenn Mose darüber nachdenkt, sowohl für den Ungläubigen als auch für den Gläubigen ein Schrecken. Und Mose betet hier ja und er redet mit dem Bundesvolk. Sicherlich sind ihm bei diesen Worten die unzähligen Situationen durch den Kopf gegangen, die das Volk Israel im Verlauf der Wüstenwanderung erlebt hat. Und das Sterben war sicherlich und war auf jeden Fall der tagtägliche Begleiter Israels, besonders dann nach dieser Sünde bei Kadesh Barnea, wo im Grunde für den Rest der Jahre, die restlichen 38 Jahre, ist Israel nur noch umhergezogen, damit eine ganze Generation wegstirbt. Erst danach ging es weiter. Damit kommen wir zu Vers 8. Also unser Leben ist so kurz und endlich, weil Gottes Gerichtswort über uns steht. Wir sind damit immer noch im ersten Punkt und kommen zu Vers 8, wo es heißt, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt und unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Mose macht hier deutlich, dass am Ende die Schuld und das Problem ist nicht nur das Gerichtswort Gottes, sondern sind unsere Missetaten, sind unser Elend, ist unsere Sünde. Das ist der Grund für die Allgegenwart des Leidens, für den Tod in der Welt. Gott zürnt uns nicht einfach unwillkürlich. Wir haben ja gerade zu Beginn des Psalms gehört, Gott ist unveränderlich. Er verändert die Haltung, seine Haltung gegen seine Schöpfung nicht von sich aus. Nein, unsere Missetaten sind der Anlass für das Urteil. Unsere Missetaten sind die unser Leidens, die Konsequenz unserer Sünde, die Gottes gerechtes Urteil hervorruft. Der eigentliche Grund für Gottes Zorn und Urteil ist also, dass er unsere Schuld vor sein Angesicht stellt und genauso mit uns handelt, dass er die geheimsten Gedanken unseres Herzens vor sich stellt. Das heißt also, die Gedanken, von denen wir gar nichts ahnen, die wir vielleicht, wenn Gott uns irgendwann eines Tages damit konfrontiert, die wir erschrocken von uns weisen würden, die Gedanken, die du niemandem verrätst, die Gedanken, die und die Wünsche, die Sehnsüchte, die du am tiefsten, am besten hütest. Gott kennt all das, sagt Mose, durch und durch. Und er verurteilt uns dafür, weil es sündige Gedanken sind. Weil wir also den Bund mit Gott gebrochen haben, nicht nur Adam hat den Bund gebrochen, sondern wir Tag für Tag, wir und das Volk Israel hat das nur zu gut gezeigt. Das Volk Israel war ein Volk, das den Bund gebrochen hat, das befreit wurde von Gott, aber Gott verworfen hat, das doch lieber die Götzen Ägyptens angebetet hat als den wahren Gott. Weil wir also den Bund gebrochen haben, den Bund mit Gott, und wir das getan haben, deshalb steht Gottes brennender, leidenschaftlicher Zorn über uns. Das beschreibt Mose in den Versen 7 bis 10. Nachdem er all das beschrieben hat über die Kürze,
die Vergänglichkeit unseres Lebens, dass das, was für uns vielleicht lang scheint, 70 bis 80 Jahre, was für uns viel scheint, dass das doch eigentlich gar nichts ist, dass das eigentlich kurz ist, ein Nichts, fragt er in Vers 11 dann rhetorisch: Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns? Wer erkennt deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Die Antwort darauf ist: Niemand, niemand erkennt diesen Zorn. Es ist gerade eher andersherum, wie sehr wir auch den Zorn Gottes fürchten. Wir fürchten ihn nicht genug. Wir fürchten ihn nicht so, wie wir ihn fürchten sollen. Und Gott zu fürchten heißt immer auch, seinen Zorn, seinen brennenden Zorn, sein Gericht über Sünde zu fürchten. Sünde ist nämlich das, all das, das, was Gott negiert, das, was Gott vernichten will und was alles vernichten will, was Gott gemacht hat. Sünde ist der Bruch des Gesetzes, den Gott gegeben hat. Sie ist die Zerstörung der Schöpfung, die Gott gemacht hat. Sie ist die Verachtung und der Aufruhr seines Namens, den Gott verherrlichen will durch den Menschen. Sie ist die Undankbarkeit gegen seine Gaben, die Gott uns gibt. Sie ist der Unglauben gegen sein Wort und seine Verheißungen, das er uns gibt, um uns zu retten. Und sie ist der Hass gegen seine Liebe. Gottes Zorn entspringt also seiner Heiligkeit, die eine solche Auflehnung nicht dulden kann. Wenn wir also Gottes Zorn nicht recht erkennen und fürchten, dann können wir auch nicht sagen, dass wir Gottes Heiligkeit erkannt haben. Und nicht einmal Mose, und das gibt er ganz offen zu, hat erkannt, wie groß und wie schrecklich der Zorn Gottes ist. Und er hat ganz andere Sachen erlebt als wir, wenn wir zum Beispiel denken an diese Situation mit der Rotte Korah in Numeri, im 4. Buch Mose, Kapitel 16 und 17, als sich dort diese Sippe Korah gegen Mose verschworen hat im Grunde und sich dem noch viele Leviten und viele aus dem Volk angeschlossen haben, gegen Mose und Aaron. Dann lesen wir dort, dass es dann sozusagen vielleicht einen kleinen Wettstreit gibt und dass Gott dann Gericht übt. Und wie er das getan hat, da tat die Erde ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen und alle ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Und als das Volk sich kurz darauf beschwert hat, dass Mose ja einfach diese Menschen, diese Gottlosen sozusagen auf dem Gewissen hat, dann hat Gott noch einmal nachgelegt und hat eine Seuche unter das Volk geschickt, dass am Ende mehrere 10.000 gestorben sind. Also Mose hat die Dimension, die Auswirkungen des Zorns Gottes ganz bewusst erlebt und gesehen, er hat sie vor Augen gesehen, hat gesehen, Gott kann in seinem Zorn Wunder vollbringen. Und er hat dennoch gebetet: Wer erkennt die Stärke deines Zorns? Ich erkenne sie nicht. Das Fazit aus diesem ersten Teil dieser Belehrung über den Tod ist also: Erstens, wir haben Gott zu fürchten, seinen heiligen Zorn zu fürchten. Das ist der Anfang der Weisheit. Gott ist nicht nur ein Gott oberflächlicher Liebe, wie viele ihn gern sehen möchten. Zweitens, wir können die Gewalt seines Zornes gar nicht begreifen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss drittens auch, wir können auch die Größe dieser Liebe nicht begreifen, die diesen Zorn überwinden kann und von der wir erfahren, von der wir etwas verstehen, wenn wir dann den Evangelien lesen, zum Beispiel in Matthäus 27. In die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Groß muss also auch die Liebe Gottes sein, die diesen Zorn überwunden hat. Damit wollen wir zum zweiten Punkt kommen, nämlich zu Schlussfolgerungen über diese Belehrung. Wir lesen Vers 12: Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wer also richtig über diese Dinge nachdenkt, der wird weise, sagt Mose. Weisheit kommt her von einem Leben in den Ordnungen Gottes. Weisheit kommt her davon, wenn wir Gottes Wege beobachten, wie Gott also mit seinem Volk handelt, wie Gott mit uns handelt und das anwenden. Weisheit kommt auch her, wie wir es hier
lesen, wenn wir Gottes Heiligkeit beachten, betrachten, darüber nachdenken und daraus unsere Schlüsse für unser Leben ziehen. Und Weisheit kommt her aus dem Achten auf die Zeit, dem Zählen der Tage, indem man das Ende bedenkt. Bonhoeffer hat einmal gesagt, Zeit ist das Wertvollste, das wir besitzen, weil es das Unwiderruflichste ist. Das ist vielleicht auch ein Gedanke, den Mose mit diesem Gebet transportiert. Das heißt, Schlussfolgerungen daraus, einige Gedanken. Zeit sollten wir als ein wertvolles und rares Gut betrachten. Wir sollten wissen, dass in dieser Welt die Zeiten des fröhlichen Beisammenseins meistens kürzer sind als die Zeit des anstrengenden, vielleicht auch leidvollen Arbeitens. Die Zeit des Ringens mit schwerem, unverständlichem, herausforderndem scheint häufig viel länger, viel größer als die des einfachen, ungehinderten, widerstandslosen Lebens. Die Zeiten des Kampfes, in denen wir gezwungen sind zu kämpfen, sind mehr und länger als die Zeiten des Ruhens. Ja, unser ganzes Glaubensleben wird als ein Leben des Kampfes, ein Kampf bezeichnet. Aber es heißt auch diese schweren Zeiten gehen vorbei. Es kommt ein Ende, an dem alles zu Ende ist. Ein Ende, nachdem wir keine Gelegenheit mehr haben, umzukehren. Ein zu spät. Ein Ende, das alle Gelegenheiten und Chancen ein für alle Mal ausräumt. Ausrottet. Das heißt auch, es gibt eine Pflicht, sich jetzt zu entscheiden, jetzt zu handeln, jetzt anzufangen, gleich umzukehren. Lieber jetzt noch machen, was später nicht mehr möglich ist. Nicht im Morgen zu leben, sondern im Heute. Nicht im Schwelgen, sondern im bewussten Erfahren der Dinge. Sich nicht mit dem Schauen zufrieden zu geben, nicht beim Schauen stehen zu bleiben, sondern zum Glauben durchzudringen. Und zwar zu dem Glauben, dass etwas nach dem Irdischen und nach dem Augenblick kommt. Also das heißt einmal als Gedanke, dass die Zukunft nicht als Entschuldigung für das Heute gilt. In dem Sinn sollen wir die Zukunft fürchten. Wir wissen nicht, was sie bringt und ob sie vielleicht bald zu Ende ist. Auf der anderen Seite gilt aber auch das, was Bonhoeffer auch schreibt. Uns bleibt nur der sehr schmale und manchmal kaum noch zu findende Weg, jeden Tag zu nehmen, als wäre er der letzte. Und doch in Glauben und Verantwortung so zu leben, als gäbe es noch eine große Zukunft. Also einmal diese Furcht vor der Zukunft, dieses Wohlüberlegte über die Zukunft. Und auf der anderen Seite ist es eben gerade der Tor in der Weisheitsliteratur. Es ist der Tor, der sich im Augenblick verliert, der nur den Augenblick erfasst, der jetzt im Augenblick lebt und alles versucht, in sich hineinzustopfen, was er nur kriegen kann, um seine Lust zu stillen. Der Weise hingegen sieht auf das Ende. Er weiß um Gottes Macht über das Ende und er hat es deshalb eben nicht nötig, mit Gewalt und Lust alles in sich hineinzustopfen, was gegen Gottes Ordnung ist. Weisheit ist dann auch, um die Zukunft zu wissen, auf der anderen Seite im Wissen darum, dass sie Gottes Zukunft ist und in dieser Zukunft herbeizusehen, dass er Erlösung bringt, Erlösung für die Zukunft herbeizusehnen. Das Fazit aus diesen Überlegungen könnte vielleicht sein, dass wir jetzt durchaus ein Problem haben, nämlich unsere Sünde. Unsere Sünde ist unser Problem. Die Lösung dafür liegt aber nicht bei uns. Mose lehrt uns, so zu beten, nämlich lehre uns, Herr, lehre uns, weise zu sein, lehre uns, das so zu beten und auf Gott zu vertrauen, dass Gott sein Werk ausführen wird, dass Gott uns die Wahrheit sagt, dass Gott uns die Wahrheit sagt über das Jetzt, hier und heute und über die Zukunft. Dass Gott uns unsere blinden Augen öffnet über seinen Zorn, seine Heiligkeit, aber auch über seine Gnade und seine Verheißung, ohne die dieses Gebet nicht aufhören wird. Gott möge uns also lehren, unsere Kondition richtig einzuschätzen.
Vers 12 ist also sozusagen dieser ganze Vers 12 versucht, aus diesen Versen 1 bis 11 die richtigen Schlüsse zu ziehen. Damit kommen wir dann zum dritten Punkt, Belehrung über das Leben. Ich lese die Verse 13 bis 17 noch einmal. Dort heißt es: Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns, und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Mose sucht jetzt in diesen letzten Versen im Grunde nach einem Ausweg aus dem Ganzen, denn die ersten Verse scheinen ja ziemlich ausweglos. Der Mensch, das ganze menschliche Leben steht unter der Realität und im Herrschaftsbereich des Todes und der Sünde. Die Frage ist, ob es überhaupt einen Ausweg gibt. Diese Verse 4 bis 12, in denen Mose ausbreitet, was das bedeutet, dass wir sterblich sind, dass die Realität des Todes herrscht, stehen eingerahmt in zwei Rufe, nämlich zweimal diesen Ruf, kehre zurück. Einmal in Vers 3, dort lesen wir, dass Gott den Menschen auffordert. Auf jeden Fall ist das voller Ironie, geschieht das voller Ironie. Gott fordert den Menschen auf, kehre doch um. Kehrt doch um, ihr Menschenkinder. Wörtlich heißt es, kehrt doch um, ihr Adamiten. Kinder Adams. Mose redet hier wie die Propheten, die den Menschen auffordern. Kehrt ihr um, dann wird auch Gott zu euch umkehren. Aber Mose stellt fest, dass eben gerade der Tod, dass der Mensch auf den Tod zugeht, dass der Tod das menschliche Leben ein für alle Mal abschließt. Der Mensch ist wie ein Zug, dessen Bremsen ausgefallen sind und der volles Karacho auf das Ende der Gleise zurast. Da ist kein Halten mehr, da gibt es keine Möglichkeit für Umkehr. Der Mensch ist in Sünde gefangen und Gottes Zorngericht erwartet ihn. Und jetzt in Vers 13 hier ein zweites Mal diese Worte, kehre um, aber dann gerade in anderer Richtung. Nachdem Mose diese ganze Misere erkannt hat, betet er reumütig für sein Volk: Herr, kehre du doch zurück zu deinem Volk. Kehre du zurück zu deinem Bundesvolk. Wie lange willst du uns noch zürnen? Lass deine Bundesversprechen nicht außer Acht und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Lass den Fluch nicht dein letztes Wort gewesen sein. Mose tritt hier also wieder für sein Volk ein, wie er es so oft getan hat in den Mosebüchern. Und er bittet hier eigentlich etwas beinahe Unglaubliches, etwas Unerhörtes. Was Mose hier tut, ist im Grunde wie ein Strafverbrecher, ein Verbrecher, der aller erdenklichen Kriminalität angeklagt wurde, als schuldiger Verbrecher im Gerichtssaal sitzt, verurteilt wurde und der jetzt nach dem Urteilsspruch aufsteht und um seine vollkommene Rehabilitation bittet, um ein freies Leben, jeden Morgen in Freude, in Freiheit erwachen zu dürfen, ohne einen einzigen Eintrag über seine Schuld den Gerichtssaal verlassen zu dürfen. Das ist eine unerhörte Bitte. Wir können diese plötzliche Sinnesänderung in diesem Gebet nur verstehen, wenn wir den Grund verstehen, warum Mose sich traut, so zu beten. Er traut sich so zu beten, weil er auf Gottes Bundestreue baut. Er baut darauf, dass Gott sein Wort hält. Nicht nur sein Gerichtswort, das er angekündigt hat, dass Adam sterben wird, und alle, die in Sünde sind, aber auch sein Verheißungswort, das er angekündigt hat, dass alle, die ihm glauben, gerettet werden. Diese Bitte von Mose kann hier also nur auf der Grundlage des Bundesschlusses mit Abraham, Isaak und Jakob verstanden werden. Und immer wieder in der Geschichte des Volkes beruft sich Israel auf diesen Bund, auf Gottes Verheißungen. Zum Beispiel, wenn sie in Ägypten gefangen sind am Anfang des Exodus, des zweiten Buches Mose, und von den Ägyptern geknechtet werden, da heißt es: Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen
Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott erhob sich also damals und er hat sein Volk gerettet aufgrund seiner Verheißungen. Nicht wegen seines Volkes, sondern aufgrund seiner Verheißungen. Und Gott hat seinem Volk das Gesetz gegeben, als es in Freiheit gekommen ist. Ägypten, das Land der Sklaverei, hinter sich gelassen hat, hat er seinem Volk das Gesetz gegeben, das Gesetz, das wohl die Aufforderung enthält, tue dies und du wirst leben. Das Gesetz, das aber zugleich auch den Ausweg bietet, das zugleich auch den Ausweg des Opfers bietet. Die vielen Opfer, die das Gesetz eingesetzt hat und verordnet hat, die Opfer, die gebracht werden mussten, sind eine göttlich eingesetzte Maßnahme, auf jeden Fall nur eine zeitweilige Maßnahme, aber eine Maßnahme, um Erlösung und Rettung von Sünde und von Sündenschuld zu bringen. Und sie sind damit aber natürlich, wie wir wissen, sie sind die Vorschattung, sie sind das Zeichen, die Ankündigung eines endgültigen, ein für allemal Opfers. Sie sind die Vorschattung auf Christus. Und hier liegt vielleicht einer der bedeutendsten und auch vielleicht der überraschendste Punkt von Psalm 90, um von dieser Verkündigung des Zornes Gottes und dieser Wirklichkeit des Todes plötzlich umzudrehen, plötzlich zum mutigen Erflehen der Gnade Gottes zu gelangen, musste Mose in seinen Gedanken ein Opfer vorwegnehmen. Er musste um ein Opfer wissen, das die Bedingungen des Bundes vollkommen erfüllt. Er musste wissen, dass es ein Opfer, eine Grundlage gibt, auf der seine Bitte bei Gott wirklich Gehör finden kann. Und Gott sie nicht ausschlägt. Diese Opfer sind im Gesetz angekündigt und vorgeschattet, aber Christus selbst ist das wahre Opfer. Er ist der einzige Grund. Er hat durch sein Opfer göttliche Gerechtigkeit, der göttlichen Gerechtigkeit genug getan und Gerechtigkeit für uns hervorgebracht. Er hat alle Schuld bezahlt, alle Sünde bedeckt, das heißt die Ersühnung, hat die Sünde bedeckt und sozusagen einen Platz, einen Raum des göttlichen Wohlwollens geschaffen, in dem auch Moses Bitte Gehör finden konnte vor Gott. Mose war sich also klar, er kann nur beten und er hat das getan im Vorausschauen, im glaubenden Erwarten, dass Gott selbst seine Verheißung erfüllen wird, dass Gott selbst ein solches Opfer bringen wird und Israel so rechtfertigen wird, dass sein Gebet bei Gott wirklich Annahme findet. Genauso wie Mose leben auch wir allein und haben unsere Hoffnung und unser Heil allein in dem Auferstandenen, in dem Gestorbenen und in dem Auferstandenen Christus, in dem und der den Tod überwunden hat, in dem nicht mehr der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben. Und wenn Mose dann hier abschließend über ein neues Leben spricht, dann redet er nicht einfach nur oberflächlich sozusagen über Fröhlichkeit, über ein einfaches Leben, nicht einfach nur über irdischen Komfort und irdische Bequemlichkeit, sondern er redet über eine neue Beziehung Israels zu seinem Gott. Er redet über ein Aufwachen nach der Nacht des Todes in einem neuen Morgen, in dem die Barmherzigkeit Gottes gilt, in dem Israel, in dem wir Gemeinschaft haben mit Gott. Das heißt, gegen Ende des Psalms, und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Dieses Wort für Freundlichkeit kommt nur hier und an einer anderen Stelle in den Psalmen vor, in Psalm 27. Und dort heißt es, betet David, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Dieses Wort für Freundlichkeit und Lieblichkeit ist ein und das Gleiche. Wir kommen damit zum Anfang zurück, wo Mose gebetet hat, dass der Herr die Zufluchtsstätte, der Zufluchtsort seines Volkes ist. Eigentlich hat vom Volk aus, von Israel aus gesehen, von uns aus gesehen, gibt es dafür überhaupt keinen Grund,
wir haben diese Zufluchtsstätte hinter uns gelassen und sie verlassen. Wir können und wollen nicht mehr zurückkehren, aber Gott in seiner Freundlichkeit und Lieblichkeit selbst kehrt zu uns zurück und kehrt uns zu sich zurück. Es ist die Freundlichkeit und Lieblichkeit des Herrn in seinem Tempel, wo der Beter, wo Mose mit Gott versöhnt ist, aufgrund des Opfers Jesus Christus. Christus selbst ist dieser Tempel, Christus selbst ist das genugbringende Opfer, durch das Menschen diese Freundlichkeit Gottes, diese Lieblichkeit Gottes, von der David gewünscht hat, sie für den Rest seines Lebens anzusehen, darüber zu meditieren, diese Freundlichkeit Gottes, aufgrund derer Mose betet mit Zuversicht. Und in Christus gilt auch uns diese Freundlichkeit Gottes. Und am Ende kann Mose sogar, am Ende seines Psalmes, kann Mose dann sogar, obwohl er vorher mit der Realität des Todes gekämpft hat und festgestellt hat, eigentlich ein Hoffen auf Zukunft, ein Blick in die Zukunft gibt es nicht. Keine Chance. Am Ende blickt er dann sogar in die Zukunft und kann sagen, dass das, was für unsere Vergangenheit gilt, eben auch für unsere Zukunft, für unsere Vergangenheit galt, auch für unsere Zukunft gilt, nämlich dass Gottes Wohlwollen und Gottes Freundlichkeit uns nötig sind, damit unser Leben gelingt und Früchte trägt. Und genau das können wir auch, genau diese Zuversicht können wir auch haben, dass wir in allen Widrigkeiten dieses Lebens, dass wir in allen Herausforderungen des Lebens die Zuversicht haben, dass wir von Gott gesegnet sind, dass Gott selbst seine Hände im Spiel hat. Und dass wir dann als Christen zum Beispiel eben auch einen anderen Blick auf Arbeit, auf unsere Arbeit, trotz aller Widerspenstigkeit sozusagen, trotz aller Dornen und Disteln haben können als unsere Kollegen. Dass wir trotz aller Krankheiten und trotz aller Leiden einen anderen Blick auf das Leben und die Zukunft haben, ja wirklich noch einen Ausblick haben, auch im Leiden. Eine Möglichkeit, das anders zu beurteilen als die anderen. Wenn wir mit Gott rechnen, darauf vertrauen, dass er uns berufen hat und damit rechnen, dass er mit uns ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass auch unsere Arbeit, auch unser Tun bleibende Frucht trägt. Und genau das ist ja auch der Inhalt der Bitte, die wir immer wieder im Gottesdienst beten, immer wieder vielleicht auch persönlich beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Aussicht zu haben, dass was wir tun, unter dem Segen Gottes steht und bleibende Frucht trägt. Amen. Ich bete mit uns. Lebendiger Gott, himmlischer Vater, wir preisen deinen Namen. Wir danken dir, dass wir, wenn wir an unsere Zukunft denken, dass wir da nicht verzagen müssen. Lebendiger Gott, du siehst, dass wir von uns aus überhaupt keine Gewalt über unsere Zukunft haben. Unsere Zukunft ist immer unerwartet. Sie kann jeden Augenblick anders sein. Sie kann so viel Leiden und Tod mit sich bringen. Wir danken dir aber, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus, wenn wir in ihm sind, wenn wir glauben, dass wir mit ihm bereits gestorben sind, der Sünde, dem Tod, dem Teufel und dieser bösen Welt, und wenn wir im Glauben mit ihm auferstanden sind und bereits in seinem Reich jetzt und hier leben, dass wir dann wieder einen Ausblick auf die Zukunft haben, ultimativ. Danken dir, Herr, dass unser Ausblick auf die Zukunft doch wieder das ewige Leben ist bei dir. Herr, mach uns Lust auf dieses ewige Leben. Bereite du uns. Möchtest du wirklich Tag für Tag uns als Gemeinde, aber auch uns als Einzelne dafür zubereiten? Möchtest du schenken, dass alles, was wir erleben und wie wir darauf reagieren, uns bereit macht, dafür vor dich zu treten,
uns bereit macht, unserer Berufung nachzukommen, sie zu erfüllen, zu deiner Ehre. Herr, lass uns über dem Alltäglichen das Ewige und die Zukunft bei dir nicht vergessen, sondern immer wieder im Blick behalten und darüber weise werden und weiser werden, Tag für Tag. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Damit kommen wir zum Psalm 140, den wir gemeinsam singen wollen und uns dazu erheben. Wir singen die Strophen 1, 5, 6 und 13. Psalm 140. Wir bleiben stehen und wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen. Wir tun das mit den Worten des Heidelberger Katechismus, Frage 27 und 28. Ich lese die Frage und wir antworten gemeinsam. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Gottseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und wir hören auf das Gesetz Gottes, auch als Leitfaden für unser Leben. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Amen. Wir möchten gemeinsam beten, dass Gott uns helfen möge, dementsprechend zu leben. Herr, unser Gott, du bist sehr groß. Mit Macht und Majestät bist du bekleidet. Herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Wir preisen dich, unser Gott, und danken dir, dass es dir gefallen hat, uns zu offenbaren, warum und wozu du diese Erde geschaffen hast und warum und wozu du uns Menschen als Krone deiner Schöpfung gemacht hast. Herr, du hast uns wunderbar gemacht, weil du wunderbar bist. Wir bekennen aus deinem Wort, dass du uns mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hast, uns zu Herrschern über die Werke deiner Hände gemacht hast und alles unter unsere Füße gelegt hast. Herr, aber wir haben vom Teufel angestiftet und durch mutwilligen Ungehorsam deine Gaben abgelehnt. Herr, du hast uns in deinem Ebenbild geschaffen, aber wir haben dein Bild in uns eingerissen. Und so kommen wir voller Schuld mit einem leeren Herzen und einer blinden Seele, mit trägen und schwachen Händen zu dir, die nicht fähig sind zu vollbringen, wozu du uns berufst. Aber wir danken dir auch für deinen Sohn, der wahre und völlig gerechte Mensch war, dass du uns in ihm deine anhaltende und deine überfließende Liebe gezeigt hast und geschenkt hast. Herr, wir können und brauchen vor dir nicht länger zu fliehen. Im Namen Jesu Christi bitten wir dich, Herr, fülle du unsere glaubenslosen Herzen mit Vertrauen auf dich,
Erleuchte du unsere Seele mit dem Licht deiner Wahrheit, damit wir dich recht erkennen und die Dinge, die uns Tag für Tag begegnen und beeinflussen, richtig beurteilen. Hilf uns, Gut und Böse richtig zu unterscheiden. Stärke unsere Hände, Herr, dass wir helfen, dienen, ertragen und aufbauen, statt ungeduldig und selbstsüchtig Beziehungen zu belasten, in die du uns stellst. Wir bitten dich, segne und behüte die Familien und bewahre die Kinder vor den Lügen dieser Welt. Stärke und erneuere die Ehen, dass Geduld, Barmherzigkeit, Rücksichtnahme das Miteinander prägen. Lass uns immer mehr so gesinnt sein, wie dein Sohn gesinnt war, der nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hilf du bei aller tagtäglichen Arbeit. Bewahre und leite die jungen Leute in ihrem Suchen. Hilf du den Alten, auch trotz schwindender Kraft, dir hingegeben zu dienen. Herr, segne und heile du alle Kranken. Wir denken auch besonders an Sebastian. Lindere auch seinen Schmerz. Leite du die Hirten und Lehrer deines Volkes und gib Weisheit und Erkenntnis. Segne du auch die Regierungen, dass sie deine Gebote beachten, dass wir weiterhin in Freiheit dich bekennen, dein Evangelium verkündigen können. Herr, gib du allen Leidenden, allen Suchenden Gewissheit und Heil. Tröste du dein Volk dort, wo es verfolgt wird, wo es leidet, und lindere ihre Schmerzen. Herr, lass uns auch durch die Erkenntnis deiner Schöpfung und Vorsehung, wie wir bekannt haben, in aller Widerwärtigkeit geduldig und in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu dir sein. So wollen wir gemeinsam beten mit den Worten des Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir kommen damit zum Schlussgesang und wollen gemeinsam das Lied Nummer 17 singen, die drei Strophen, und wir stehen dazu auf. Segen Gottes, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird's auch tun. Amen.